Hallo und herzlich willkommen beim weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, heute am ersten Weihnachtsfeiertag, also auf jeden Fall heute ist der Tag, wo ich das uploade und heute ist der erste Weihnachtsfeiertag, so rum. Und ja, heute geht es mal um die Modifikation Wintercraft und die fügt praktisch einen Winter in Minecraft ein, aber auch halt viele Sachen. Was ich jetzt nicht ganz passend finde, ist, er fügt auch Eiscreme ein, aber egal. Und halt viele Sachen, Weihnachtsbäume etc. pp. Und erstmal, im Januar und, also in einigen Monaten, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch nur Dezember, auf jeden Fall in bestimmten Monaten liegt Schnee in allen Biomen, also auch zum Beispiel jetzt hier in der Wüste. Wüste finde ich ein bisschen unpassend, aber sonst halt liegt überall Schnee und überall, wo Wasser ist, ist Eis. Also die oberste Schicht und das heißt dann auch Wintereis. Und ja, so viel erstmal dazu und das schmilzt nachher wieder nach ein paar Monaten. Also das ist praktisch dann wieder weg. Nur das mal so zum Anfang. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar erstens, das sieht jetzt mal ein bisschen blöd aus hier. Weil hier die Truhen, also die werden heute die Texturen, also nur, ich glaube gestern auch schon, weiß ich aber nicht, und heute auf jeden Fall, ja doch, gestern war auch schon, sind die Texturen geändert von Truhen, ganz ohne, dass ihr euch irgendwas runterladet oder so, in solche Weihnachtstexturen, wie sie letztes Jahr auch schon waren. Und das sieht natürlich jetzt ein bisschen blöd aus, weil ich noch Redstone Truhen genommen habe und das, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Fangen wir mal an, also man kann jetzt mit Schnee solche Snowbricks, solche Treppen und Half-Steps machen und mit Ofen und eisernen Freezer. Da gibt es ganz viele Rezepte, die zeige ich euch auch noch alle nachher. Und ja, dann gibt es hier noch einige Deko-Objekte. Diese Kerzen, die craftet man so, aber die kann man auch irgendwie färben. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe es ausprobiert mit allen möglichen Kombinationen, aber es lässt sich irgendwie nicht färben bei mir. Es müsste aber rein theoretisch gehen. Und natürlich, indem ihr euch das einfach mit einer Sub-ID gebt. Ihr seht da unten /0, also die Sub-ID ist 0 und da gibt es natürlich noch andere Sub-IDs. Also geben könnt ihr es euch mit einem Command auf jeden Fall. Dann mit solchen Fichtennadeln, Rosen und einem Faden craftet ihr euch so einen Kranz. Mit Weihnachtsbeeren, genau. Schneebärenfell, Eisbärenfell, genau, Entschuldigung, Eisbärenfell. Und das droppen so Eisbären, wer hätte es gedacht, da gibt es noch einige Mobs, die zeige ich euch auch noch nachher. Und das lässt sich nur in Rot färben, meines Wissens nach, in keine anderen Farben. Oder doch, es lässt sich noch in andere, oder? Nee, bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall könnt ihr das dann mit Rot auf jeden Fall färben und dann habt ihr eben dieses rote Polarbear-View und so könnt ihr euch so ein Stocking machen und mit Glowstone und Eis so einen Weihnachtsstern. Und ja, mit Ei, Milch, Zucker, Melone und Weizen könnt ihr euch einen Fruit Cake machen und aus einem Fruit Cake noch 8 solche Fruit Cake Blocks. Und diese Fruit Cakes, die sehen so aus wie so ein normaler Kuchen. Nein, sehen nicht so aus, aber die kann man halt so hinstellen und so mit Rechtsklick essen, wenn ich jetzt im Survival-Modus wäre und Hunger hätte. Und die würfeln 2 Hunger und geben 10 Sekunden Stärke. Und das finde ich dann doch relativ cool. Genau. Und ja, dann zeige ich euch nochmal die anderen Sachen hier. Und zwar der Kranz sieht so aus. Der Weihnachtsstern, den zeige ich euch nachher noch. Die Stockings da sehen so aus. Die Kerzen sehen so aus wie in Soundcraft. Und diese Fruitcake Bricks, ja, die sind einfach mehr so zum Fun da. Mit denen kann man jetzt auch nichts Besonderes machen oder so. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den ganzen Freezer-Rezepten. Und zwar, eine Sache ist lustig an diesen Freezern. Und zwar wie ein normaler Ofen, wenn... Oder macht es normaler Ofen? Ich glaube schon. Auf jeden Fall das Eis ausnommen, das schmilzt, wenn ihr den benutzt, ja? Also ich würde aufpassen an eurer Stelle. Keine Ahnung, warum das eigentlich so ist, weil ein Freezer gefriert, ja, aber das... Da wurde ein Fehler begangen beim Coden. Genau, und jetzt, erstmal mit was kann man die anfeuern praktisch? Und zwar mit allen Schneeobjekten, also Schneeblöcken, Schneetreppen, Halfsteps, Bällen,
Bricks und Eis. Und da kann man sich jetzt eben einige Sachen machen. Zum Beispiel, erstmal kann man sich aus Stein und Eischunk so ein Eisstone machen. Also praktisch einen gefrorenen Stein. Das macht man praktisch hier so rein. Dann seht ihr hier wie beim Ofen die Anzeige, wie lange es noch dauert. Und da seht ihr, wie lang das Dings hält. Zum Beispiel Snowbricks halten viel länger als Schnee. Dings. Und dann seht ihr gleich, da kommt noch ein Eisstone raus. Und hier habt ihr jetzt gerade gesehen, dass so ein Eischunk runtergefallen. Die kriegt man nämlich, wenn man also Eis zerschlägt. Jetzt seit neuestem. Also die, genau. Und die kriegt man natürlich auch, wenn jetzt Eis schmilzt, weil zum Beispiel ein Ofen angefeuert wurde. Und ja, kann man sich mit Eischunk und Eisenbarren noch so Eisingots machen und Diamant und Eischunk Crystals. Und ihr könnt euch denken, daraus kann man nachher praktisch lauter gefrorene Werkzeuge in den verschiedenen Sachen machen, also eben aus Stein, aus Stein, aus Eisen und aus Diamant. Und der Stein muss aber Cleanstone sein, also kein Cobblestone. Das ist wichtig. Jetzt kann man sich aus einem Eischunk und so einem gebrochenen Eisgemmen, das ist aber unstable, deswegen wollte ich den da nicht reinmachen, nicht, dass nachher meine Welt nicht mehr funktioniert. Habe ich jetzt nur so, da kann man sich so ein Eisgemmen machen. Aus zwei Rocky Snowballs, also die craftet man mit einem Cobblestone und einem Schneeball, das zeige ich euch aber nachher noch, kann man sich zwei Iceballs machen und die Rocky Snowballs machen eben schon Schaden und diese Iceballs eben ebenfalls. Das finde ich eigentlich ganz cool, kann man eine Schneeballschlacht oder so in Minecraft machen. Jetzt aus Zucker und Milch kann man sich vier Vanilla Ice Creams machen und die kann man sich mit Kakaobohnen, Rosenrot, Keks und Magma zu halt Cookie Ice Cream, Erdbeer Eis und ja zu Schoko Eis machen. Und dann gibt es noch ein letztes Rezept und natürlich Magma Eis. Mit zwei Wassereimern kriegt man 16 Eis, wenn man das freest, aber man bekommt die Eimer nicht mehr raus. Also das solltet ihr wissen. Und ja. Dann würde ich sagen, gehen wir hier gleich mal zu den Crafting-Rezepten über. Und zwar kann man sich jetzt erstmal so eine Santa-Rüstung machen. Und zwar einfach, ja, wie es halt aussieht irgendwie. Hier oben weißer Bommel, die Mütze ist weiß und hier ist was Rotes. Dann craftet man sich halt so die Mütze. So craftet man sich dieses Coat, also ja. Das Brustteil, das da und das da kann sich so. Das kann ich jetzt mal anziehen. Ihr seht, das 3D-Model ist noch nicht so wirklich geil von dem. Aber egal. Das ist grundsätzlich bei dieser Mod, die Texturen sind nicht total übertrieben geil jetzt, aber die Idee ist richtig geil und ist geil programmiert irgendwie. Ja, diese Gingerbreadmans, die droppt euch auch einen Mob. Und das zeige ich euch auch noch nachher. Und die werden mit Zucker und dem und Keks kann man sich so Christmas Cookies machen. Und nicht nur, dass sie 5,5 Hunger refillen die und cool aussehen, die haben auch nachher noch einen Effekt, aber das zeige ich euch nachher noch. Und mit ganz viel Zucker kann man sich einfach Marshmallows craften. Und ich glaube, das waren nicht die Marshmallows. Ah, das kommt noch links, genau. Jetzt kann man sich einen Mug craften, also mit rotem Farbstoff und Lehm kann man sich so einen Mug craften, also so einen Krug. Dann mit Zucker, Ei und Milch kann man sich so einen Eggnog, also so einen Eierpunsch oder so, craften. Das refillt, also steht immer unten dran, das finde ich auch richtig cool, wie viel Hunger das refillt. Und man bekommt natürlich den Mug da wieder, wenn man es getrunken hat, ist klar. Also wie so Pilzsuppen halt. Mit Kakaobohnen, Marshmallows und Milch. Und zu dem Mark craftet man sich Chocolate Milch und ja, also Schokoladenmilch, Kakao. Und das kann man jetzt noch braten im Ofen zu heißer Schokolade, ist klar, das braucht man natürlich. Und jetzt fällt natürlich ja das ganze Eis weg. Und das gibt halt auch noch einen Speed Boost, das finde ich richtig geil. Und was ich auch noch richtig geil finde, schaut mal.
Diese 3D-Animation, das feiere ich einfach. Es hat eben einige Sachen, haben da so 3D-Effekte. Also es sieht so 3D aus und es ist halt irgendwie richtig cool. Entschuldigung. Und ja. Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter. Man kann sich mit Weizen und Zucker solche Waffeln craften. Und man kann sich jetzt mit Vanille-Eiscream und einer Waffel unten dran kann man sich so normale Vanille-Cone craften und die füllt 3 Hunger auf. Einfach nur. Und jetzt die anderen. Also die, ich habe euch das vorher gezeigt im Freezer, wie das geht. Und jetzt hat man diese Sorten, die craftet man auch immer jeweils so zusammen. Und Chocolate, das hat halt jetzt geile Effekte. Zum Beispiel Schokoladeneis gibt 10 Sekunden Stärke. Erdbeereis gibt 10 Sekunden Regeneration. Cookie-Eis gibt 10 Sekunden Speed, also Schnelligkeit. Und Magma gibt 10 Sekunden Feuer-Protection, also ja, Feuerresistenz. Genau. Jetzt kommen wir zu den ganzen Tools. Und zwar craftet man sich erstmal so 3 Iron Sticks. So craftet man sich mit diesen Ice Chunk, also Ice Shards, die vom Eis, wenn man es abbaut, gedroppt werden, kann man sich so Ice Chunks craften. Die hat man ja vorher schon für den Freezer gebraucht. Und so craftet man sich jetzt mit diesen Ice Shards, Redstone, Diamant und Ice Balls diesen Unstable Gem, den man nachher im Freezer zu so einem richtigen Gem verarbeiten kann. Jetzt kann man sich ganz normal wie mehr Werkzeuge mit diesem Ice Stone halt die ganzen Tools nochmal craften, also zum Beispiel hier so eine Spitzhacke und alles andere halt mit den ganz normalen Minecraft Crafting Rezepten. Das gleiche geht auch mit Iced Ingot. Da kann man sich jetzt auch diese ganzen Sachen, und die sind halt ein bisschen stärker als die Eis, also die normalen Eisen. Und ja, mit Crystal kann man sich das jetzt auch machen, aber nur mit Spitzhacke, Hoe und Schaufel. Und ein Schwert, da braucht man dann noch 2 Ice Ingots. Und eine Axt craftet man halt irgendwie so. Die sieht halt dann irgendwie ein bisschen anders aus. Und ja, man kann sich noch so mit Ice Gem einen Ice Stuff machen. Und so kann man sich mit so einem Ice Gem und Glas und Ice Stone das machen. Und das finde ich eigentlich richtig cool. Wenn man da rechts macht, fängt es an zu regnen, beziehungsweise zu schneien, also macht halt Toggle Don't Fall on oder Weather Rain, besser gesagt. Aber es schneit halt jetzt überall in allen Biomen. Das habe ich euch ja vorher schon gesagt. Allerdings kann man damit das nicht mehr ausmachen. Also wenn man das klickt, während es schlechtes Wetter ist, kommt dann nur das Ding. Und mit diesem Stuff kann man halt solche Eisbälle verschießen. Ja, genau. Und herzlich willkommen zurück. Entschuldigung, ist jetzt aus irgendeinem Grund ist gerade Minecraft abgestürzt. Ich hoffe, der Rest der Aufnahme ist noch drauf. Es ist, also, ihr seht, Minecraft kann abstürzen, wenn ihr mit diesem Eisstuff schießt. Und fragt mich bitte nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall können wir jetzt mal weitermachen. Und zwar gibt es noch, eben wie ich euch vorher schon gezeigt habe, mit 2 Pflastersteinen, einem Schneeball kann man sich so Rocky Snowballs machen. Mit Glowstone, Rosenrot, Kaktusgrün und Faden kann man sich so Christmas Lights machen. Das ist das, was auch drinnen hängt. Also ich finde die Textur jetzt nicht besonders toll, aber naja. Mit so einem Kranz und einer Tür kann man sich so eine Decorated Door wieder vor. Und mit so einer mit einem Farbstoff, entweder blau, also Lapis Lazuli, rot oder grün, und Glas kann man sich diese Kugeln machen. Ihr seht, die haben auch wieder so ein 3D-Model. Und ja. Und was ich euch jetzt eigentlich noch zeigen wollte, das war das, wo ich vorher gesagt habe, man kann diese Christmas Cookies und den Krug mit der heißen Schokolade auch gebrauchen. Und zwar, ihr müsst euch erstmal hier, also so rot, also rote Wolle, es muss rote sein, glaube ich. Oder nee, es kann jede beliebige Farbe sein, glaube ich. Und es muss aber hier unten auch nochmal ein Wollblock sein. Dann mit Fichtenholz und hier unten müssen, egal welche, aber es müssen Christbaumkugeln hängen unten. Das ist wichtig, überall.
Jetzt, ihr seht schon, es gibt hier diese Lights-Dings da. Und die macht man einfach, indem man ganz normale Fichtennadeln nimmt. Und diese Lights habe ich natürlich jetzt nicht mehr. Es hat auch ein eigenes Creative Tab. Also können wir es da mal kurz rausholen. Genau, wenn man einfach mit diesen Lights irgendwo der Rechtsklick macht, dann leuchtet dieser Block und ja. Also genau, so macht man das. Also man baut einfach sich so einen Baum und klickt dann überall mit den Lichtern an. Dann setzt man oben den Stern drauf, den ich euch vorher gezeigt habe, wie man ihn craftet. Und jetzt müsst ihr euch noch eine Hot Chocolate und eine Christmas Cookie irgendwo ins Inventar legen. Ich kann es auch mal hier oben rein, ist egal wo. Dann machen wir Timeset Night und gehen mal schlafen. Wir warten jetzt kurz, bis genug Nacht ist. Und jetzt hoffe ich, dass es klappt, und zwar bei einer 50%igen Wahrscheinlichkeit. Jetzt hat es gerade nicht geklappt. Auf jeden Fall bei einer 50%igen Wahrscheinlichkeit, wir können es gerade nochmal probieren, erwacht ihr, sind nachher diese Christmas Cookie und Hot Chocolate weg und ihr habt dafür Geschenke. Also, Entschuldigung, ich habe eine Sache noch vergessen. Und zwar, ihr müsst jedes Mal, wenn ihr es neu probiert, müsst ihr einen Stern wegmachen und dann neu draufsetzen. Dann ist es praktisch wieder neu und da kommt auch so ein Blitz vom Himmel. Dieser Blitz bestätigt euch halt, dass es richtig ist. Und jetzt kann ich nochmal ins Bett schlafen gehen und jetzt kriege ich bestimmt gleich Geschenke. Ja, ich habe Geschenke bekommen. Und da bekommt man eben 4 Presents. Und es wird auch so ho 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 in den Chat geschrieben. Und zwar, die kann man jetzt auch, bei denen klappt es mit dem Auspacken. Wenn man die jetzt abbaut, das hier, sind nämlich verschiedene Sachen. Und zwar, die grünen Geschenke, die geben irgendwelche random Items aus der Modifikation. Also Ice Shard, Refined Ice Ingot, Vanilla Ice Cream, Strawberry Ice Cream in dem Fall. Und die hier geben irgendwas aus Vanilla Minecraft. Und ihr seht, es sind schon irgendwie coole Sachen. Also es ist eine Lore, eine Diamanten, eine Pferderüstung, eine Lohnroute. Das sind alles Sachen, die kann man gut gebrauchen. Und Schere, naja, weniger. Aber, YOLO. Genau. So viel dazu. Und ihr müsst halt darauf achten, jedes Mal, wenn ihr es neu probiert, müsst ihr den Stern wieder wegmachen und neu draufsetzen. Und ihr müsst jedes Mal auch so Hot Chocolate und Christmas Cookie im Inventar haben. Und die verschwinden nachher auch. Ja, jetzt gibt es noch die Mobs zu zeigen. Und zwar gibt es zwei aggressive und zwei nette. Also der... Ja, Entschuldigung. Im Grunde kann ich auch... Oh Mann, bin ich gerade irgendwie zu dumm dafür. Im Grunde kann ich auch im Kreativmodus bleiben. Und zwar der Gingerbread. Natürlich. Ich habe natürlich auch friedlich gestellt, hier intelligent wie ich bin. Der Gingerbreadman und der Mini Snow Golem. Die sind aggressiv. Die mögen uns nicht. Und der Gingerbreadman, der, also das ist halt so, der droppt nach auch diese Teile da. Die da, die Gingerbreads. Die man nachher droppen. Ja genau, jetzt gebe ich ihm ein Schwert. Ich versuche nachher mal es aufnehmen. Und die droppen einfach nichts. Und zwar wird noch eine Sache neu hinzugefügt zur World Generation. Und zwar sind das diese Teile da. Das wurde jetzt genauso generiert, halt jetzt mit einem Unterschied. Und natürlich waren die ganzen Ketten und der Schmuck und so war nicht drin. Aber es waren diese Teile drin hier. Die habe ich jetzt einfach mal eins weiter im Boden versetzt. Aber das sind diese Spawner und die muss man halt erst töten, wenn man hier rein will. Und es war da hinten noch eine Chest. Oder? Mit irgendwas drin. glaube ich. Ich ist gerade ein bisschen zu blöd. Ich glaube, da waren solche Dingens drin da. Aber ich kann nicht sagen, ob das immer drin ist. Und ja, dann gibt es halt noch die zwei netten Mobs. Und zwar den Pinguin und den Schneebär. Pinguin droppt Fische. Rohe Fische natürlich. Und
der Eisbär, der droppt manchmal Polarbärflur. Und der greift dann auch an nachher. Also wenn man ihn geschlagen hat, greift er einen an. Genau, jetzt hat er Polarbärflur, also Eisbärenfell, gedroppt. Ja, dann gibt's noch zwei coole Sachen, und zwar, oder ja, es gibt halt noch zwei neue CDs oder Schallplatten. Ich mach mal Geräusch ein bisschen lauter. Natürlich, das war jetzt der richtige Weg, um das zu machen, eindeutig. Wie heißt es? Plattenspieler. Also Jingle Bells, die gefällt mir besser auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hört es laut genug. Genau, und dann halt noch das hier. Das kann man sich halt irgendwie so nebenbei laufen lassen. Das heißt Deck the Halls und Jingle Bells. Das sind halt zwei neue Schallplatten, die man kriegen kann. Und jetzt mache ich mal lieber die Minecraft-Sounds wieder leise. Oder leiser. Und jetzt kann man sich aus diesen, also es gibt halt noch diese Candy Canes und die Candy Canes Wards. Candy Canes Refills 2,5. Und das ist richtig cool. Wenn ihr mit diesem Ding sneakt und irgendeinen Mob schlagt, dann droppt es Candy Canes. Ich feiere das einfach. Keine Ahnung, was holen wir uns jetzt mal? Sind wir jetzt echt ein armer Dorfbewohner? Nein. Wir mobben jetzt eine Pilzkuh. Schau mal. Und jetzt droppen da jedes Mal, okay, die hat jetzt richtig viel Schaden bekommen. YOLO. 7 Angriffsschaden, also so stark wie ein Diamantschwert. Aber es droppen halt jedes Mal, wenn ihr auf das Mob schlagt und sneakt. Also so passiert nichts. Aber wenn ich so schlagt, dann droppt eine Candy Cane. Und das finde ich halt irgendwie richtig cool. Und ja, also ich glaube, dann wäre ich auch fertig hier mit allen Sachen. Und falls ich irgendwas noch vergessen habe, dann bitte verzeiht mir das, weil das war eine wirklich sehr umfangreiche Modifikation jetzt. Und wenn es euch gefallen hat, wäre eine positive Bewertung nett, weil, wie gesagt, es war ziemlich viel Arbeit, jetzt alle Crafting-Rezepte vorzubereiten und den Ofen und alles mögliche, die Freezer, Entschuldigung, und das Teil hier zu finden. Nein, das war die kleinste Arbeit. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja mal eine positive Bewertung da lassen, und wenn nicht, eine negative, wie auch immer, kommentieren, für eventuell abonnieren, wie auch immer. Dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.